Doch er beging den nur ein einziges Mal Gestalt angenommen, habenden Fehler, des sich selbst zu sehr kritisierens, nämlich der entscheidendsten Persona im gesamten Universum, der ultimativen Lydia-esken Lichtgestalt seines Lebens, in deutlichen Tonalitäten gewissermaßen von ihm bzw. sich abzuraten. Oder anders ausgedrückt, ihrem sonstigen und ihr ebenfalls von ihm abratenden Umfelde sogar ein Stück weit beizupflichten. Sich diesem Unfuge unterzuordnen, in gewisser Weise war er sie vor seiner, mit an hundertprozentiger Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals unkomplizierten, Art zu schützen gewillt. Doch er begriff nur schwerlich, dass sie haargenau hiervor nicht hat beschützet werden wollen. Es mutet seltsam an, dass sie gleichermaßen verliebt war wie er. Sie sah aus wie ein Gemälde und er war ein wundersamer Wahnsinniger. Die Menschen...